alle herzlich zu einer Podiumsdiskussion am Nachmittag zum Thema digitale und analoge Infrastruktur für die Hochschullehre im 21. Jahrhundert. Dazu eingeladen haben wir uns folgende Diskutantinnen in alphabetischer Reihenfolge. Jan Kverrer, er ist hier als Digital Changemaker im Hochschulforum Digitalisierung. Dr. Bastian Hartmann, er ist Mitglied des Wissenschaftsausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen für die Fraktion SPD. Cornelis Carter, ich habe euch ja alle perfekt aus. Cornelis Carter, Abteilungsleiter E-Learning Service in der Zentralen Einrichtung für Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre, ZQS, der Leibniz-Universität Hannover. Dann haben wir Jan Mazzoll, stimmt immer noch, sehr gut. Bündnis 90 Die Grünen, auch Mitglied des Wissenschaftsausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und last but not least, Gudrun Övel, Leiterin des Zentrums für Informations- und Medientechnologien der Universität Paderborn. Und mit mir moderieren wird Marco Winska. Du hast dich auch schon vorgestellt, aber wir kennen dich ja schon, für die, die schon da waren. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Vizepräsident Studium Lehre und Digitalisierung. Genau, und wir haben drei Schwerpunktthemen mitgebracht und haben dafür 65 Minuten Zeit. Die würden wir dann der Reihe nach durchgehen. Es geht um IT-Infrastruktur für Studium und Lehre. Es geht um Offenheit, Openness als Katalysator für die Hochschullehre der Zukunft. Und es geht um drittens Hochschullehre in analogen Räumen. Pro Thema werden wir etwa 15 Minuten diskutieren und dann am Ende ein kleines Fazit zu ziehen sowie einen Ausblick geben. Und in jedem Block starten wir zunächst mit einer Bestandsaufnahme, das haben wir dann genannt Chronicle of Today, also wo stehen wir heute, wo stehen wir aktuell, und dann schauen wir in die Zukunft und diskutieren mögliche Tales of Tomorrow. Bevor wir nun aber inhaltlich einsteigen und damit Sie von allen hier auch mal die Stimme gehört haben, bitten wir unsere Diskutantinnen um ein kurzes Eingangsstatement. Und das lautet wie folgt: Wenn Sie an die Hochschule 2034, also in 10 Jahren, denken, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Und da würde ich jetzt, ich weiß, eine große Herausforderung, auch mit dir anfangen. Ein kurzes Statement bitte. Ja, also ich repräsentiere ja vor allem die Stimme der Studierenden. Nochmal ein kleiner Disclaimer, ich bin einer von 3 Millionen, das heißt nicht auf die Goldwaage legen, was ich sage, aber das ist so das, was ich raushöre als meine Rolle als Studierendenvertretung. Und was ich halt jetzt rückblickend in meiner langen Studierendenzeit, ich habe 2015 angefangen, ich bin einer dieser Langzeitstudierenden, und was mir da auch immer wieder aufgefallen ist, dass die Begegnung auf Augenhöhe zwischen Dozenten und Dozentinnen, Professorinnen und Professoren, aber auch alle anderen Statusgruppen, das heißt Leute im Mittelbau, aber auch Leute, die als Sekretariat arbeiten, dass die auf Augenhöhe eigentlich kommunizieren müssen, um wirklich nach vorne, also Ideen durchzubringen, weil oftmals scheitern Ideen nicht wirklich an Personen oder an Ehrgeiz, sondern meistens, weil eine Person, genau, das ist halt wirklich, dass man zusammen redet, auf Augenhöhe zusammenkommt, und dadurch kann man halt eigentlich diese ganzen Probleme, die man im Moment schafft, also was man immer sagt, auf die Bürokratie oder sonst irgendwas abwälzt, dass man die eigentlich umgehen kann. Wenn man eigentlich die richtige Person kennt, funktioniert eigentlich jedes Projekt. Deshalb ist das meine Hauptziel, dass in der Zukunft eigentlich die Begegnung auf Augenhöhe gewährleistet werden kann. Super, vielen Dank. Dann Herr Hartmann, bitte. Hochschule der Zukunft, meine erste Assoziation ist tatsächlich ein Bild von vielen Menschen auf einem grünen Campus, die lernen ohne Papier in der Hand, sondern mit anderen Sachen. Also ich denke eher an eine papierlose Bibliothek und dergleichen. Ich denke dann noch daran, dass gar nicht ganz so klar ist, wer von den Menschen auf dem Campus studiert und wer nicht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Also sagen wir eine Offenheit für möglichst alle. Und das Dritte ist vielleicht schon eher eine Hausaufgabe für jetzt.
Ich hoffe, dass wir es schaffen, sozusagen die digitale Infrastruktur zu stärken und auszubauen, ohne dass wir die Finanzmittel für die Analoge dabei verlieren. Sehr gut. Cornelis, bitte. Genau, perfekter Übergang. Was ich sehe, sind Netzwerke in der Zukunft. Hochschulen werden nicht mehr allein Probleme lösen können. Insbesondere der Bereich, den ich vertrete, da geht es um Infrastruktur. Nicht nur technische Infrastruktur, das trifft auch die Themen Beratung, Support und Produktion. Aber das größte, vielleicht teuerste Thema ist letztlich die Schaffung von Infrastrukturen, von guten Technologien, die auch wandlungsfähig sind, die Räume schaffen, in denen wir ganz flexibel auch offen arbeiten werden können. Und wir werden eben das nicht mehr alleine schaffen. Wir haben jetzt schon sehr viele Netzwerke aufgebaut. Ich glaube, gerade der Bereich der digitalen Lehre hatte einen großen, teilweise Vorsprung vor zum Beispiel Verwaltung oder Rechenzentren. Die Lehre hat bereits seit 20 Jahren viele Projekte gemacht und gelernt, gemeinschaftlich zu arbeiten. Damals vielleicht aus der Not heraus, aber ich denke, es ist eine Tugend, dass wir mit verschiedenen Schwerpunkten bestimmte Themen anbieten können. Die eine Hochschule kümmert sich um die Entwicklung von Videoservices, die andere ist sehr gut in der Beratung und Erstellung von Materialien und die dritte kümmert sich um die Einführung von KI-Tools und berät und stellt bereit, was es braucht. Das ist was, was wir auch ganz klar im Blick haben, das hören wir später noch mehr. Und ich glaube, dass wir auf dem Pfad viel mehr schaffen können als bisher, ohne dabei stets nach Geld zu fragen. Wir können da richtig gut unsere Stärken miteinander in Synergie bringen. Danke. Herr Mazzoll, bitte. Genau, also ich kann mich erstmal, glaube ich, an alles anschließen, was gesagt wurde. Gerade die Aspekte der Offenheit und der Digitalisierung der Hochschulen sind, glaube ich, ganz zentral. Ergänzen würde ich dann noch, weil das passt auch gerade zu dem Ende der Diskussion. Gerade, ich kam erst relativ spät jetzt hier dazu, das Thema Inklusion, dass Universitäten Offenheit, hast du ja schon mal angesprochen, dazu gehört natürlich auch, dass Hochschulen inklusiver werden. Da sind Hochschulen an manchen Stellen sicherlich auch schon Vorreiterinnen innerhalb der Gesellschaft, an manchen Stellen sind Unis aber weiterhin ein sehr exklusiver Kreis und für viele Bereiche. Und ich glaube, wenn man das sieht, wie Hochschule sich gerade verändert, in welchem Tempo, aber auch damit welcher Brachialität, die dann eben nicht dann wieder innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten geändert werden kann, ist es eben auch ganz zentral, dass man dieses Thema Inklusion an der Stelle mitdenkt. Darüber hinaus, ich bin Grüner, spielt natürlich auch das Thema, Bastian hat es ja auch schon angesprochen, Grüner Campus, das gilt natürlich nicht nur für den optischen Eindruck, sondern eben auch in einer Zeit, wo jetzt gerade auch sehr viel Hochschulsanierung ansteht, wo es eben natürlich auch darum geht, wie werden zukünftig Räumlichkeiten genutzt, wie können wir auch, ich sag mal, Nutzungskonzepte der Zukunft antizipieren und Räume flexibler machen. Aber auf der anderen Seite eben auch diese Zeit der großen Investitionen in Hochschulen eben auch nutzen, um hier Hochschulen möglichst schnell, möglichst bis 2035 klimaneutral zu machen. Danke. Und noch Gudrun, bitte. Ja, danke schön. Auch von meiner Seite, ich kann mich auch anschließen, aber mir wäre noch mal besonders wichtig, es war eben schon so ein bisschen mit Inklusion, aber dass wir Übergänge versuchen besser zu gestalten, Übergänge für Studierende, die an vielleicht mehreren Hochschulen studieren oder hier ihr Hauptstudienort haben, woanders sind, Übergänge zwischen Europa und uns, Übergänge zwischen unseren föderierten, auch noch nicht so toll funktionierenden gemeinsamen Infrastrukturen und so weiter. Also für mich wäre wichtig, dass wir so ein bisschen weggehen von wir mauern uns ein an einer Hochschule und die ist besonders toll, sondern dahin wirklich in einem Bildungssystem zu denken. Vielen Dank. Dann steigen wir mit dem ersten inhaltlichen Block ein. Dafür würde ich jetzt abgeben an meinen Co-Moderator Marco. Ja, wir haben uns gefragt, wie kommen wir eigentlich dahin, wenn wir sagen Hochschule 2034? Was sind eigentlich die Stellschrauben, die wir haben als Politik, die wir haben als so eine zentrale Landeseinrichtung, die man als Hochschulleitung hat? Und eine Möglichkeit, eine wesentliche Möglichkeit, die man hat, ist Infrastruktur. Man schafft Grundlagen, auf denen man etwas aufbauen kann. Grundlagen, aber auch die eine gewisse Gestaltung, eine gewisse Richtung vorgeben. Und deswegen haben wir uns hier diese drei Themen der Infrastruktur mal rausgesucht. Ein bisschen exemplarisch, aber es sind auch sehr zentrale Punkte. Wir fangen an mit dem Thema IT-Infrastruktur. Chronicle of the Day, wo stehen wir heute? Wenn wir über die Tales von Tomorrow sprechen, wo sind wir eigentlich? Wenn wir Online-Lehre haben, wenn wir Digitalisierung der Lehre haben, brauchen wir dafür Werkzeuge, brauchen wir dafür IT. Das heißt, die ist schon entscheidend, die ist schon richtungsgebend, die beeinflusst, was wir machen. Wir haben momentan eine relativ große Vielfalt. Wir haben zentrale Systeme, die für eine größere
Anzahl von Hochschulen bereitgestellt werden. Wir haben auch viel dezentrale Lösungen, die sehr individuell sind. Was ist eigentlich besser, was ist schlechter, wo passt was? Wir haben teilweise Open-Source-Projekte, wir haben aber auch kommerzielle Projekte, Programme, die gekauft werden. Auch da, wo passt was, was ist besser? Dann haben wir damit auch eine gewisse Vorgabe der Didaktik. Also wenn wir ein Tool haben, was sehr stark kontrolliert, haben wir damit schon auch ein gewisses didaktisches Modell, was wir vorgeben, beispielsweise in einem LMS. Ja, und deswegen Frage an das Panel. Wo sehen Sie Schwerpunkte für die IT? Wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten? Wo sehen Sie aber vielleicht auch Dinge, die nicht so gut funktionieren, die man angehen müsste, damit wir auf eine Zukunft hinaussteuern, die dem entspricht, was wir uns gerade so vorgestellt haben? Also wollen wir andere Reihenfolge gehen oder hat jemand den Impuls zu sagen, ich muss jetzt hier, fangen Sie, ja, gerne. Ich fange einfach sehr an, gerne. Ich habe auch gerade einen Impuls. Super, das passt ja. Weil es gibt, also immer in den Szenarien, in denen wir sind, müssen wir schon immer gucken, was ist dann eine gute Lösung. Also die beste Lösung qua Amt gibt es eben halt gerade nicht, auch in der IT-Infrastruktur, sondern das, was man erreichen will. Wenn man gemeinsam zusammen kooperieren will, und jetzt denke ich mal, es gibt eine Studie vom Hochschulforum Digitalisierung über, was machen eigentlich diese großen Verbünde, die sogenannten EU-Universitäten, wie kooperieren die so zusammen, was tun die? Die bauen mal zentralere Strukturen auf, mal bauen sie aber stärker föderierte Systeme auf. Also je nachdem, wie vielleicht auch so die Governance-Strukturen sind, es ist ja nicht nur die Infrastruktur, sondern auch, wie bewegt man sich da drin. Also insofern glaube ich persönlich, dass wo wir uns anstrengen müssten und was die große Herausforderung ist, aus meiner Sicht, ist, dass wir gute, transparente, interoperable Systeme, transparent im Hinblick darauf, auch auf Datenschutz transparent, wenn wir davon ausgehen und das Bild im Blick haben, dass wir stärker flexiblere Lern-Lern-Szenarien haben wollen, vielleicht auch Hilfestellung geben wollen, Feedback und so weiter den Lernenden, aber auch den Lehrenden, dann brauchen wir dafür Daten. Und auch die können wir wissen eben den Datenschutz und den halten wir in Deutschland hoch und das ist auch richtig so, aber die Systeme, die sind alle nicht dafür gebaut, dass wir transparent damit umgehen können und vielleicht auch einen eigenen Impuls für unsere Daten haben. Also da glaube ich, haben wir im Systemdesign und das wäre auch an die Firmen, aber auch an andere Communities, für mich so ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst bleiben wir immer an solchen, in Anführungsstrichen, banalen Hürden, die aber nie eine Hochschule alleine überwältigen kann. Das ist es eben halt. Ne? Da braucht man Gemeinsamkeit. So viel meins. Genau, da kann ich, glaube ich, ganz gut dran ansetzen, auch wenn ich natürlich in der Praxis nicht so die Expertin bin wie Sie. Aber entscheidend ist natürlich erstmal, dass man Standards und Schnittstellen entsprechend definiert, dass klar ist, auch wenn ich aufgrund von Governance-Ebenen oder welchen Gründen auch immer, bestimmtes Netzwerk, was eine bestimmte Größe hat, sei es aus geografischen Gründen oder thematisch verbunden, eben auch entsprechend andocken kann, weil Universitäten leben ja davon, dass eigentlich eine Offenheit und eine Verbindung zu allem entweder schon entsteht oder schon besteht oder eben entstehen kann. Und entsprechend ist das eben wichtig, dass man sich bei Standards, bei Schnittstellen einig ist, um eben diese große Offenheit zu schaffen. Und natürlich bin ich als Grüner jemand, der Open Access, Open Source da sehr wichtig, sehr zentral findet. Aber solange man sich bei den Schnittstellen einig ist, spricht ja auch nichts dagegen, an manchen Stellen auch eine kommerzielle Lösung zu nutzen, wenn die eben gerade auch die bessere ist. Aber ich glaube, die Offenheit der Schnittstellen und der Standards ermöglicht dann eben auch sozusagen die Kompetenz, die Kreativität, den Ideenreichtum, der an Hochschulen besteht, eben auch zu nutzen, dass eben auch nicht alles sozusagen durch eine Ausschreibung nach außen gegeben werden muss, sondern eben bestimmte Sachen auch in-house gelöst werden können. Aber wenn es irgendwo die Experten und Experten gibt, um die eigenen Probleme zu lösen, dann ist es ja an Hochschulen. Sollte jedenfalls so sein und ich glaube, meistens ist das auch so. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich da einig ist und eben diese Offenheit schafft und eben nicht sich durch Vorfestlegung auf bestimmte kommerzielle Systeme eben bestimmte Wege und bestimmte Schnittstellen schon wieder verbaut, die dann eben verhindern, dass eine Hochschule selber in einem Bereich aktiv werden kann, weil Firma, SAP, wer auch immer, Microsoft, da eben nicht die Möglichkeit schafft, da so zu agieren, wie die Hochschule es aber braucht. Ja, auch da kann ich perfekt anknüpfen. Das Thema Open Source ist eins, wo ich als Student bereits quasi den Tank oder den Topf gefallen bin. Wie ist das bei Obelix? Also, dass ich das einfach seit 25 Jahren machen darf, ist ein Geschenk. Die Plattform gibt es immer noch.
Aber es ist eben auch ein langer, langer Kampf, weil immer wieder Prozesse dauern. Das Tolle ist, dass ich immer wieder sehe, wir brauchen irgendein Feature, wir bauen das doch einfach und das funktioniert tatsächlich, weil diese Plattform war vor 25 Jahren nicht da und jetzt macht sie alles, fast schon alles, was an Hochschulen geht. Aber es wird oft kritisiert, das ist vielleicht nicht zeitgemäß, da müssten neue Formen rein. Und das Schwierige ist eben, dass die Strukturen nicht da sind, da oder nicht gut da sind, sich schnell zu verändern, auch entsprechend die Anforderungen schnell aufzunehmen, weil dann doch auf andere gezeigt wird, da müsste man mal, da sollte man doch vielleicht. Das ist bei Open Source ein bisschen schwierig, fast schon unfair, denn die großen Firmen, da ist relativ schnell auch das Verständnis da, dass Lizenzgebühren gezahlt werden müssen. Dann sind eben mal 70.000 Euro fällig für eine Software pro Jahr. Diese Gebühren zahlen dann auch das Marketing, die bezahlen auch entsprechend sogar bis hin zu Lobbyisten. Und Open Source muss soeben schauen, dass es Gelder gibt für den Support und für das gemeinsame Entwickeln. Wir wünschen uns eine Struktur, Netzwerke, Gemeinschaftlichkeit, um diese Unfairness ein bisschen zu heilen. Da geht es auch gar nicht darum, mehr Geld in den Topf zu schmeißen, sondern gemeinschaftlich zu agieren. Und wir sind dabei, sowas aufzubauen. Es gibt frisch gestartet die Webseite unseres Bündnisses für Open Source Bildungsinfrastruktur, opensource-bildung.de, läuft seit vorgestern, noch ein bisschen wackelig um die Ohren, aber wir haben eine Repräsentanz. Wir möchten gemeinschaftlich Open Source weiterbringen und hoffen da einfach auch ein bisschen Rückenwind von der Politik, die nicht an Landesgrenzen Halt macht, denn Software ist ein bisschen wie ein Virus, nur positiv. Einmal gut gebaut, hilft es allen. Ne? Also das ist so mein Wunsch, dass wir da einfach eine Struktur finden, wo es ganz natürlich ist, dass quasi alle Hochschulen in den Topf werfen und dadurch einfach gemeinschaftlich mit guten Entscheidungsprozessen schnell das entsteht, was wir brauchen in den Bereichen, wo es sinnvoll ist und wo wir bereits Lösungen haben. Wir haben Lösungen, die auch digital souverän sind. Sie müssen nur ein bisschen mehr Schwung bekommen, ein bisschen mehr in diese Struktur nutzen, um da auch Schritt zu halten, was ich glaube, dass wir können. In anderen Bereichen ist kommerzielle Software eben auch gut, aber mein Herz springt eben hier aus dem Open-Source-Topf und ich möchte da gerne, dass wir nicht irgendwann alles umschwenken auf eine noch teure, unflexible Landschaft aus Zwei-Buchstaben-Software. Achso, eines Mikrofon. Danke, danke. Bei ganz vielen Sachen würde ich, glaube ich, aus meiner Sicht einen Haken machen. Auch große Wertschätzung für Open Source aus meiner Sicht, auch wenn es bei mir nur so bis Ubuntu reicht und das ist dann doch die nutzerfreundlichste Variante, ab dann wird es bei mir schwieriger. Nichtsdestotrotz, also da völlige Zustimmung und vielleicht könnte man mal damit anfangen, dass man mal untereinander schreibt, wie viel Geld für Lizenzgebühren draufgeht, so wissenschaftsweit, um dann mal zu gucken, was man mit dem Geld sonst noch tun könnte. So, das ist vielleicht ein Stück weit eine abstrakte Rechnung, aber man hätte mal irgendwie ein Gefühl dafür und könnte die Frage entkräften oder den Punkt entkräften, naja, wir kaufen das und dann haben wir da irgendwie Ruhe mit, weil das ist ja eigentlich so die Erwartung, die man hat, wenn man so die großen Player sich an Bord holt. Also da, bitte. Ich habe vielleicht nur ganz kurz eine Anmerkung, wenn ich das darf, weil das gerade ein Thema war. Viele wissen, worum es geht. Eine große Firma, die eine Software anbietet, die viele einsetzen, verbietet uns, über die Preise zu sprechen per AGB. Ich sage nicht welche, das darf ich wahrscheinlich nicht. Ich finde das wirklich krass. Also wir sollten das trotzdem tun und zusammentragen. Und ich finde das wirklich schlimm. Das musste einfach. Ja, alles gut. Das ist das eine, das ist so viel zu Open Source. Ich würde aber noch zwei Sachen, glaube ich, ergänzen wollen. Wir haben gerade gesprochen so über die Harmonisierung zwischen Universitäten und Hochschulen und Netzwerken. Ich glaube, man hat aber auch noch einen Aushandlungsprozess innerhalb der Einheiten vor sich. Also die Frage, wie harmonisiert und ähnlich ist das System sozusagen universitäts- oder hochschulweit und wie viel Freiheit hat man an dem Lehrstuhl selber. Ich glaube, da ist schon noch ein Konfliktpotenzial zwischen der Hochschulleitung und den einzelnen Einheiten dann sozusagen über den ganzen Campus verteilt. Das ist das eine. Und dann, was man, glaube ich, nur nicht vergessen darf, ist, dass wir bei all den Dingen auch nochmal über so dröge Themen wie Gremienarbeit und so reden müssen, ne? Und über Mitbestimmungsfragen und die Frage, wie organisieren wir eigentlich auch Hochschule sonst noch digital. Ich glaube, da sind noch mehr Hausaufgaben über Studium und Lehre hinaus, die wir dann vor der Brust haben. Also gibt es eigentlich sehr viel, wo ich zustimme, auch vor allem, was Cornelius gesagt hat. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, was wir eigentlich auch so in Baden-Württemberg, also ich komme aus Baden-Württemberg, bin da an der Universität und da war ich auch bei der SKI, Senatskommission Informationstechnik, und da bin ich die studentische Stimme sozusagen, um zu gucken, ob wir auch diese ganzen Lizenzen und so weiter brauchen. Also das ist halt vielleicht auch so ein Ding, dass man Studierende eigentlich in diese Entscheidungsprozesse mit reinholt, weil im Endeffekt sind Studierende die größte Zielgruppe an den Universitäten,
was Software und so weiter angeht. Das heißt, wenn man Adobe irgendwie kauft und man hat eigentlich keine Medienstudierende, dann bringt es auch nichts. Jetzt ganz plakativ ausgedrückt. Genau, und da muss man halt auch gucken, ich bin auch, deshalb bin ich auch im Gespräch mit unserem Kommunikations- und Informations- Mediumleiter und das ist halt auch diese Frage, okay, wo bekommen wir diese Fachkräfte her in die Universitäten, weil in der freien Marktwirtschaft kann halt so ein ITler relativ schnell sehr viel Geld verdienen und da müsste man halt auch irgendwie Universitäten und Hochschulen irgendwie ermächtigen, denen auch irgendwie mehr Geld oder sonst irgendwas so bereitzustellen, weil eigentlich kommen nur die an die Universität, die auch intrinsische Motivation haben, die Bildung und Lehre weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Und dann werden sie auch noch durch sehr viel Bürokratie, die halt sich aufstaut, ausgebremst. Das heißt, sie können auch nicht wirklich ihre Träume oder wirklich ausleben. Und das sind wahrscheinlich auch solche Probleme, die man auf jeden Fall beachten muss. Prima. Genau, wir haben schon viel Einheit. Was ich jetzt ein bisschen gesehen habe, war aber schon für mich so die Frage, was kann eigentlich Hochschule, wenn ich jetzt sage, Open Source, Dinge selber entwickeln, habe ich da auch die gleichen Möglichkeiten, finanziell ist angesprochen worden, aber auch so eine Frage von Strukturen, kann ich langfristig ein solches Projekt unterstützen? Von daher finde ich die Initiative sehr spannend. Ich habe die letzten zwei Tage sie noch nicht gesehen, deswegen gucke ich sie mir entweder noch heute Abend oder spätestens morgen an, weil das, glaube ich, die Sachen sind, dass es auch dann funktionieren muss. Also Fairness ist die eine Sache, aber es muss auch tatsächlich funktionieren und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass damit Strukturen aufgebaut werden, um zu sagen, wenn wir es so hinbekommen, dann haben wir tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass Open-Source-Software auch wirklich konkurrenzfähig ist im Sinne von Pflege der Produkte. Wollen wir zum nächsten Thema wechseln? Gerne. Das schließt daran an, es geht um Offenheit, Openness als Katalysator der Hochschullehre der Zukunft. Da haben wir auch wieder ein paar Punkte mitgebracht als Bestandsaufnahme, Chronicle of Today. Um das Bild mal etwas zu weiten, Hochschule sind auch immer noch ein Ort des offenen Austausches und der Vermittlung von Ideen. Wir alle wissen, was aktuell politisch da auch passiert und dass Hochschulen da auch in der Herausforderung sind. Aber darum geht es jetzt hier natürlich nicht, sondern es geht jetzt, eben haben wir über offene Software gesprochen, jetzt geht es mal um offene Bildungsmaterialien, OER. Wir sind ja auch Mitausrichter ORCA als Open Resource Campus und da haben wir auch die Herausforderung oder den Versuch jetzt, eine geeignete Infrastruktur aufzubauen, um Materialien ganz vielfältiger Art wie Lehrbücher, Videos, Aufgaben anzubieten. Wir haben auch, du hast ja eben auch Adobe angesprochen, also nach wie vor auch ein Nebeneinander von geschlossenen, offenen Angeboten. Es gibt die klassischen Lehrbüchern, also von Lehrbuchverlagen und es gibt OER-Aufgabensammlungen, die von einzelnen Communities auch mit viel Engagement erstellt werden und verbreitet werden. Und es gibt natürlich, muss ich uns sagen, natürlich, ich finde die Frage manchmal auch ja, schwierig oder ja, bedenkenswert, so was wie Qualität bei OER. Warum soll jetzt bei OER andere Qualitätsmaßstäbe angelegt werden als bei Nicht-OER-Materialien? Also das, darauf wollte ich jetzt hinaus, aber Qualität ist immer so ein Thema, wo man bei OER findet, also als ob es eine besondere Qualität braucht bei OER und nicht allgemein bei Materialien. Das heißt jetzt nicht, ich sage, wir brauchen keine Qualität bei Lehrmaterialien, sondern nur diesen Dualismus. Aber bei OER geht es natürlich auch um Auffindbarkeit und auch um die Pflege. Und es war ja gerade in der ersten Runde auch so das ganze Thema Interoperabilität und Schnittstellen und so weiter. Da spielen natürlich Metadaten eine große Rolle, also die Verschlagwortung, die Verpackung der Materialien, dass die eben auch in föderierten Systemen gut zirkulieren können. Und die Frage jetzt, so auch ganz allgemein erstmal, wie seht ihr die Rolle von geschlossenen und offenen Lehrmaterialien, also auch wieder mit dem Blick so in die Zukunft. Und da würden wir jetzt wieder mit dir beginnen. Aber wir wollen es gerne auch nicht so immer durchchoreografiert haben, also gerne auch, so wie du es gemacht hast, vorbildlich Cornelis, da gerne zwischen reinrufen. Wir waren ja sehr harmonisch, aber es können gerne auch kontroverse Statements einfach reingerufen werden. Da sind wir auch mal sehr offen.
Ja, ich fange vielleicht einfach mal an, so zu fragen, okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn alle Universitäten ihre Lehrmaterialien offen machen und jeder eigentlich darauf Zugriff hat? Und meine Utopie oder mein Gedankengang ist dann eigentlich so ein bisschen angehaucht an die Startup-Szene, wo ich ein bisschen sehr aktiv bin. Da sind wir vor allem in verschiedenen Ideation-Programmen, nennt man das, und Accelerator-Programme. Und da ist eigentlich der Inhalt, der Lehrinhalt ist da eigentlich überall gleich. Aber die unterscheiden sich dennoch extrem, weil manche Leute sich einfach spezialisieren auf verschiedene Bereiche und dann helfen sie uns mehr oder weniger. Und so sehe ich das eigentlich auch bei Universitäten. Das heißt, wenn alle Lehrmaterialien offen sind, erden sich vielleicht die ganzen Universitäten und Hochschulen auf ihre Grundkompetenzen und entwickeln ihre USP, wie man es im Startup-Jargon sagt, und sorgt eigentlich dafür, dass die Studierenden an die richtigen Universitäten gehen und dort merken, okay, da wird genau das Gleiche gelehrt, aber da ist Person XY, der einfach was komplett Neues macht. Und das ist so mein Gedanke, wenn man eigentlich in die Zukunft geht, dass man sozusagen nicht mehr auf das Lerninhalt hingeht, sondern wirklich den Ort zum Austausch hat an den Universitäten. Danke. Ich entschuldige mich für die Reihenfolge. ja, ich würde mal ein bisschen rauszoomen. Ich habe zwei persönliche Erfahrungen mit der Offenheit in der Wissenschaft gemacht, die beide positiv sind. Und ich glaube, ohne die ich am Ende auch nicht hätte promovieren können. Das eine ist, es gab mal, eine Zeit lang, weiß ich gar nicht, dieses Angebot iTunes U, wo irgendwie Tausende von Vorlesungen drin waren. Das hat mir unheimlich geholfen, in dem Fall mich in Spieltheorie einzuarbeiten, weil das so nicht in dem Katalog zur Verfügung stand, der mir enthalten war, der mir zur Verfügung stand. Das hätte ich, glaube ich, ohne hätte ich da nicht so viel draus gezogen. Und das Zweite, noch viel wichtigere, ich bin nach wie vor immer noch begeistert davon, wie bereitwillig WissenschaftlerInnen Ergebnisse und auch Methodik teilen. Also ich habe eine relativ statistische Arbeit geschrieben und es gibt Tausende, das wissen Sie alle ja auch, Tausende von Menschen, die ihre kleinen Add-ons für Stata oder für AI einfach so publizieren, weil sie der Meinung sind, nur weil ich das weiß, heißt und ich rausgefunden habe, geschrieben habe, heißt das nicht, dass das nicht auch wer anders wissen kann. Und die das noch versehen mit einem unfassbar guten Support. Also da bin ich immer noch beeindruckt von, wie offen das ist. So, das ist sagen, das meine rausgezoomte Einschätzung. Warum ist OER sozusagen auch in der klassischen Lehre ein Erfolg oder aus meiner Sicht wichtig? Ich würde sagen, aus zwei Dingen. Zum einen, weil es immer Teilhabe ermöglicht und das auch vielleicht per se immer ein Fortschritt ist. Und auch, weil es, glaube ich, nochmal schafft, verschiedene Wege etwas zu lernen, auszuprobieren. So, ich kann der Meinung sein, so wie das Lehrbuch XY macht, das ist das Falsche oder das ist nicht das, was mir hilft. Ich suche mir einen anderen Kanal. Ich glaube, das kann man nur schaffen, diese Vielfältigkeit an Lehrkanälen kann ich nur schaffen mit offenen Lehrmaterialien und allein das ist ein Gewinn für ganz, ganz viele Studierende. Ich habe zwei Gedanken dazu. Zum einen, das ist vielleicht ein bisschen zwischen Vergessenheit geraten, aber wir haben in der Corona-Pandemie extrem viele Materialien erzeugt. Ich glaube, bei uns an der Universität sind es 60.000 pro Semester gewesen oder 60.000 insgesamt an Videos. Sagen wir mal 60.000 insgesamt. Und das ist ungefähr so ähnlich an vielen Hochschulen passiert. Und ich habe das Gefühl, oder ich weiß es letztlich leider auch, dass nur ein ganz geringer Teil davon hinterher veröffentlicht wurde als Open Educational Resources, für die ich offensichtlich sehr sprechen möchte als Open Source Mensch. Also das ist wirklich tragisch und ich kämpfe sehr dafür, dass es nicht gelöscht wird, weil es gibt Löschfristen. Und noch haben wir keinen Weg gefunden, das irgendwo einfach zu öffnen, weil wir bräuchten halt den Support von jedem einzelnen Lehrenden. Da ist also ein ganz großer kultureller Schatz, der zu verloren gehen droht, auch aus einer ganz besonderen Zeit. Das wäre nochmal ein Forschungsprojekt für sich, wenn jemand von Ihnen daran arbeiten möchte. Ich wette, es gibt noch einen riesigen Bestand an Materialien, die eigentlich sowohl untersucht als auch veröffentlicht werden müssten. Der zweite Punkt, da geht es nochmal um Softwareentwicklung. Das ist eine Idee, die ist bisher noch nicht da. Leider kämpfen wir damit, dass auch aktuell Lehrende nicht unbedingt gerne freigeben. Mein Wunsch ist, dass wir vielleicht eine Möglichkeit schaffen, sie bei der Ehre zu packen. Das ließe sich leicht bauen, indem man in den Lernmanagementsystemen, die ja die Materialien kennen, für Studierende Bewertungssysteme eingebaut, um die besten Materialien zu finden und vorzuschlagen. Die Idee ist leider aus Ressourcengründen bisher noch nicht gebaut. Ich wünsche mir, dass wir das schaffen können. Und das zeigt letztlich auch, dass wir die Freiheit haben, relativ leicht dann doch sowas zu entwickeln, was vielleicht kommerzielle Firmen nicht machen. Also wir brauchen da ein aktives, lebendiges Ökosystem, was auch
ja, so ein bisschen dieses Spielerische mit reinbringt, die Studierendenmeinung einbringt und Lehrenden klar macht, das, was da hier entstanden ist, das ist wirklich, wirklich gut. Und bitte nicht zurückhalten und nicht Sorge haben, dass das irgendwo dann vielleicht lächerlich gemacht wird. Das hören wir sehr oft. Also das sind so Aspekte, die vielleicht da helfen können, wenn wir die Struktur kommen, weiterzuentwickeln, soll das als erstes entstehen. Ja, Offenheit, Transparenz, Weitergabe von Erkenntnissen ist ja Grundlage von Wissenschaft. Ohne das alles wird Wissenschaft nicht funktionieren. Dementsprechend sollte das ja auch in allem, was wir tun in der Wissenschaft, das normal sein. Das ist es de facto jetzt nicht. Da müssen wir aber hin und gerade, finde ich, in der aktuellen Zeit. Noch kurz einen Sprung zurück. Ich selber bin jetzt zwar auch wie Bastian Hartmann Mitglied des Wissenschaftsausschusses, bin aber in erster Linie wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen. Das heißt, ich habe durchaus einen wirtschaftspolitischen Blick darauf und mir ist bewusst, dass es immer mal wieder Situationen gibt, Forschung gibt. Da ist es auch wichtig, dass das kommerzielle Interesse geschützt wird und dass Dinge nicht an alle geteilt wird. Das gibt es auch. So, das ist aber nicht der Normalfall, das sollte der Ausnahmefall sein. Und so sollte man es auch behandeln und so sollten die Strukturen entsprechend auch sein, dass sozusagen das der zu rechtfertigende Sonderfall ist und eben nicht der Normalfall. Und ich glaube, das ist wichtig, um eben auch so ein Umdenken bei allen hinzukriegen, weil mein Eindruck ist da ähnlich, dass da viele Lehrende sich doch sehr gegen sträuben. Und die Gründe sind, glaube ich, vielfältig, da müssen wir jetzt auch nicht drüber spekulieren, aber das müssen wir überwinden. Zur OER ist jetzt einfach nur eine alberne Anekdote. Ich bin Abgeordneter für Erkenschwick, dementsprechend habe ich das Thema OER natürlich schon einfach geografisch schon mit im Titel drin. Ja, ich muss ein bisschen leider Wasser in den Wein gießen. Die Frage ist, wie wir was überwinden. Ich glaube, die meisten, das kennen wir aus der Open Access Debatte, die ist schon älter als die OER Debatte. Wir kennen das und wir wissen es auch, dass die meisten sagen, super Idee, stehe ich total hinter. Und dann kommt das Aber. Bei Aber, bei Open Access ist, muss ich ja was bezahlen, woher soll ich das Geld kriegen? Das Aber bei in der Lehre, die Materialien zu veröffentlichen ist, da brauche ich ja noch mehr Zeit, weil ich mache das so für meine Veranstaltung, mit meinen Studierenden komme ich schon klar, aber da mache ich mich ja nackig, wenn ich das veröffentliche. Und da glaube ich, da müssen wir, und das ist vielleicht eine Kulturfrage, man kann auch sagen, was soll das heißen, ich mache mich nackig, also ich meine, man veröffentlicht auch alles andere sonst so in der Hochschullehre, aber da, es gibt diese Vorbehalte und ich finde schon, wir müssen sie auch ernst nehmen und mein Punkt wäre, ich glaube, wir müssen sehr stark versuchen, es möglichst schnell in die Standardlehre die Themen zur Openness reinbringen, egal ob Software oder OER, weil wenn ich sie selber lehren muss in meiner eigenen Lehre, kann ich vielleicht auch hinterher nicht sagen, ich finde es eigentlich auch ganz toll, aber eigentlich kann ich jetzt das gar nicht veröffentlichen und Sie dürfen das auch auf gar keinen Fall weitergeben, diese Übungszettel oder. Also so ganz pragmatisch würde ich versuchen, an diesen, Kultur ist jetzt ein großes Wort dafür, aber doch wirklich an diese inneren Vorbehalte, die nicht auf der rationalen Ebene, sondern auf einer anderen Ebene liegen und da tun wir uns als Organisation manchmal ein bisschen schwer, weil wir sozusagen auf der Werteebene alle das Gleiche meinen, aber auf der Umsetzungsebene dann doch daran scheitern. Und da, glaube ich, können wir alles gebrauchen, von guten Unterstützungsangeboten, von politischer Unterstützung, von guten Leuten, die voranschreiten, die man als Vorbilder darstellen kann und die ganze Palette also einfach. Ja, vielen Dank. Ich dachte, ich müsste jetzt was einfallen. Darf ich noch? Wunderbar. Marco, tatsächlich, genau. Vielen Dank, Gudrun, dass du Wasser reingekippt hast, aber es gibt jetzt direkt eine Reaktion, die würden wir auch gerne noch mitnehmen. Ja, aber also eher bestätigen. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit an der Fehlerkultur liegt. So an der Frage, wie gehen wir dann mit Fehlern? Also ist das ein Karriereende, wenn ich einen Fehler in der Vorlesung mache und das ist am Ende für alle sichtbar? Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, man sollte aber auch nicht erwarten, dass es am Ende nur noch OER geben wird. Also es wird immer noch kostenpflichtige, zugangsbeschränkte Lehrmaterialien, Primärliteratur, Standardwerke wird es immer noch geben. Also ich glaube, man sollte aus Sicht der OER auch nicht schlechte Laune kriegen, wenn man nicht 100% der Lehre sozusagen über den Kanal abdeckt. Nee, ich war auch noch nicht beim nächsten Thema. Ich habe wieder noch eine Nachfrage. Also wir sind schon beim Thema Kulturwandel und wir müssen es also ein bisschen ändern, denn eigentlich spricht vieles für OER, aber die Entwicklung ist halt doch relativ langsam. Und ich frage mich, sind wir da eigentlich nur zu ungeduldig? Ist das tatsächlich jetzt so ein Zug, der halt langsam in Bewegung kommt und wo wir sagen, alles in Ordnung? Oder müssen wir tatsächlich noch an einer Stelle so ein bisschen schieben? Und da wäre meine Frage, wo müssten wir eigentlich eher schieben? Bei denjenigen,
die produzieren oder bei denen, die nutzen? Also wo ist eigentlich der Pack an, wo man sagen könnte, wenn ich da mal so ein bisschen was machen könnte? Was wäre am effizientesten? Ja, ich würde sagen beides auf jeder Ebene, und auch Hochschulleitungen sind da auch gefragt. Die sind auch manchmal ehrlich so herrlich unpolitisch an manchen Stellen. Auch die könnten vielleicht mal klarer sagen, wir stehen an unserer Hochschule für das und das. Also unsere tut sich auch schwer damit, ist vielleicht auch schwierig, weil man immer allen recht werden muss, also allen Ebenen, keine Ahnung. Aber da würde ich mir mehr Klarheit und auch mehr klares Statement und mehr klares Commitment wünschen. Und zwar sowohl, wir nutzen das und wir fordern das auf und wir setzen das ein in der Lehre. Wir finden es super, wenn unsere Studierenden das machen. Wir belohnen das und so weiter. Und Sie wissen doch alle noch, also jedenfalls die schon ein bisschen älter sind, Wikipedia, als es aufkam, da haben doch alle gesagt, um Gottes Willen, das kann doch nicht funktionieren. Genau. Also, ne, und da wissen wir, sind wir heute ja Besseres gewohnt. Und das ist, glaube ich, dann auch, wir müssen so eine kritische Masse versuchen zu überwinden. Das geht aber nur... Und da sind wir vielleicht dann auch wieder bei Anreizverfahren und einen langen Atem haben. Also vielleicht noch eine direkte Antwort darauf. Ich meine, was ich im Kopf hatte, ist geschicktes Kitzeln. Und zwar insofern, dass wir natürlich von allen Seiten kommen und aber auch durchaus die Prozesse, die alltäglich passieren, in der Erstellung der Materialien nutzen, um auch darauf hinzuweisen. Was wir schon eingebaut haben, unsere Plattform ist tatsächlich, nach jedem Upload direkt die Lehrenden zu fragen. Die müssen dann sagen, welche rechtliche Rolle ein Dokument hat, 60a und so weiter, alles schlimm. Wenn es aber ein freies Dokument ist, selbst erstellt, dann wird gefragt, ob es gerne geteilt werden kann in den OER-Campus bei uns und dann entsprechend auch in externe Portale, um es regelmäßig in Erinnerung zu rufen. Alles klar. Also um regelmäßig in Erinnerung zu rufen, dass OER existiert und das jetzt direkt geteilt werden könnte, auch wenn es dann vielleicht noch nicht geschieht, ist es immer noch ein Marker und eine Möglichkeit, per Knopfdruck direkt aktiv zu werden. Wenn ich fragen darf, wie viel erlauben es denn? Nicht so viele leider, aber es ist immerhin schon mal eine Sichtbarkeit, die was bringt, die noch nicht die Lösung ist, aber es ist ein Aspekt, ich habe vorhin eine andere Idee gebracht, die Studierenden einzubeziehen, die noch nicht da ist. Geschickt kitzeln heißt natürlich von mehreren Seiten am besten, sodass die Person nicht mehr anders kann als lachen. Naja. Prima, dann gehen wir zum nächsten Thema. Genau. Dritte Thema. Jetzt wird es Stein und Mörtel, Brick and Mortar. Wie sieht es eigentlich aus mit den Räumlichkeiten? Wir haben in der Corona-Zeit die Freuden des Online-Lernens kennengelernt. Wir haben trotzdem noch tolle Gebäude, wo wir uns zusammentreffen wollen, und auch gemerkt, wie schade ist, wenn wir es nicht sehen. Wir haben da so eine Übergangszeit und die Frage ist, wie geht es weiter? Wir brauchen Digitalisierung auch in den Räumen, die wir haben. Wir haben gleichzeitig aber auch die Anforderung, dass wir Geld brauchen, um Gebäude zu sanieren, als jetzt gerade die ganzen Gaspreiserhöhungen kamen, die Energiekostenerhöhungen kamen. Da haben wir viele Nachrichten gehört von großen Fensterfronten, wie wir sie auch hier im Raum haben, die sehr viel Energie schlucken. Da muss man was tun. Wo legt man da den Vorrang drauf? Und das ist deswegen sehr wichtig, weil eigentlich die Räume auch sehr viel vorgeben. Wenn ich eine feste Bestuhlung habe mit festgeschraubten Stühlen, dann ist klar, hier wird jetzt Frontallehre erwartet. Wenn ich aber so Gruppentische habe, wo ich individuell was machen kann, und da kommen Lehrende rein, dann sehen die, okay, stimmt, gute Idee, könnte ich aber machen. Also das ist auch so eine Sache, so eine Infrastruktur, mit der ich was vorgeben kann, mit der ich eine gewisse Richtung instruieren kann. Und da wäre die Frage, was machen wir da? Wo müssen wir da hin? Wie ist eigentlich die Rolle von Hochschulräumen jetzt für die Zukunft der Hochschule in diesem Übergang, in dieser auch Dualität von analog und digital? Wer fühlt sich da herausgefordert? Kann ich vielleicht gleich ein bisschen was zu sagen? Ich glaube, die neue Normalität ist blended tatsächlich, es zusammenzubringen. Und ich glaube, man muss sich schon selber überlegen, was für eine Art Hochschultyp bin ich. Wenn ich jetzt sehr viele Massenfächer habe und das auch gut finde, weil das sozusagen mein Geschäftsmodell ist. Und wir haben Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel, aber es gibt auch andere Fächer mit großen. Aber Wirtschaftswissenschaften, da ist bei uns eben halt so ungefähr 1000 Leute. Das ist für eine mittelgroße Uni, wie wir das sind, schon echt viel. Und dann haben wir den Rest der Uni, da haben wir sowas wie 20 bis 50 Anfänger und Kohorten. Und da macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn,
20 Audimax oder 20 mal große Hörsäle zu haben, gerade wo wir jetzt eben halt auch Übertragungsmethoden und haben. Und da glaube ich aber, muss man sich wirklich auch als Hochschule nochmal fragen, ja, wofür will ich eigentlich stehen? Bin ich eben halt so eine eher klassisch orientierte Vorlesungs-, vielleicht auch mit den Fächern, die noch stärker frontal Unterricht mögen, gibt es ja auch deutlich, glaube ich, bei uns jedenfalls. Also ja, aber wenn ich unterbrechen darf, ja. Es gibt ja wirklich dann auch so einen Widerstand, sich zu entscheiden. Man muss sich dann ja entscheiden. Und wenn man das eine macht, heißt das ja, man macht das andere nicht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, so richtig Nein sagen will auch keiner. Und zu sagen, das machen wir nicht mehr. Ja, das ist bestimmt richtig, aber das liegt natürlich auch daran, so richtig toll entscheidungsfähig sind ja Hochschulen dann auch nicht. Also und vor allem, wenn es ums Bauen geht, also da kennen wir ja noch, also BLB ist, glaube ich, irgendwie, also das ist so ein NRW-Wort, aber das kennen die, also die NRWler kennen da, das ist unsere Baubehörde. Und das dauert immer lange und wenn man da jetzt denkt, okay, wir geben diesen großen Hörsaal auf, beispielsweise, sagt man sich, kriege ich nie wieder. Nie wieder. Also wenn sich die Welten ändern, also muss ich irgendwie was so in der Mitte machen. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber genau so macht man da rum. Und was vielleicht eine schlaue Idee wäre, wäre, wenn man tatsächlich auch guckt, aha, gibt es vielleicht auch in der Stadt noch größere Locations, die man ja, haben wir ja auch schon gemacht, anmieten kann oder sowas, aber setzt dann stärker auf den Campus, auf interaktives Lernen. Und eher die Ausnahme auf diese frontale Welt. Das wäre ja eine Möglichkeit, die man denken könnte. Aber ich habe auch den Eindruck, die Entscheidungswille ist nicht so da. Aber ich, vielleicht wissen Sie das besser. Sie kennen die Hochschulen ja von einer anderen Sicht. Genau, also erstmal kann ich Ihren Eindruck da sehr teilen, aber ich glaube, diese Entscheidungsfreude braucht es an der Stelle. Sicherlich ist der Übergang in eine noch stärker digital geprägte Bildungslandschaft insgesamt dauert noch ein bisschen, aber ich glaube, bei Entscheidungen, die wir jetzt treffen, müssen wir schon berücksichtigen, dass Hochschulbildung vor Ort, Präsenzveranstaltungen natürlich von der Interaktion und dem Miteinander leben und nicht, dass man frontal was mitbekommt. Dafür muss man ehrlicherweise nicht zur Universität fahren. Ich selbst habe bei der Ruhr-Universität hier in Bochum studiert und was ein bisschen mein Eindruck ist, einfach so anekdotisch aus meiner Studienzeit, ist, dass aus vielen Gründen, da spielt auch das Thema BLB eine Rolle, ich hatte schon Angst, dass Sie sagen, BLB ist in NRW ein Schimpfwort, das hätte ich sogar fast unterschrieben. Das ist durchaus ja ein Thema, was schwierig ist, sagen wir es so, aber wo auch Dinge passieren und auch schon passiert sind. Aber dass die Multifunktionalität von Nutzungen ja auch durchaus aus Brandschutzgründen, durchaus aus nachvollziehbaren Gründen nachgelassen hat. Aber das muss man ja auch mit berücksichtigen, wenn man jetzt neu baut, wenn man saniert, wenn man verändert, dass man auch diese Multinutzungen besser integriert, dass man eben nicht nur die Universität stärker in die Stadt integriert, sondern auch die Stadt stärker in die Universität integriert. Für mich war ehrlicherweise eine der größten Pluspunkte der Ruhr-Universität, als ich dort studiert habe, dass es eben auch möglich war, in diesen großen Hörsaalkomplexen eben auch Partys zu machen und teilweise eben 4-5 Partys gleichzeitig auf dem Campus stattgefunden haben. Klingt jetzt ein bisschen trivial und ja, ich habe auch studiert, ich habe nicht nur Party gemacht, aber das ist ja tatsächlich eben auch ein Faktor sozusagen, diese Identität sozusagen da auch stiften kann, dass diese Orte eben mehr sind als nur, da muss ich halt hin, weil ich es mir nicht digital von zu Hause angucken kann. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das eben auch mitzudenken. Jetzt muss nicht jeder Uni-Neubau auch für jede alkohollastige Aktivität geeignet sein, aber so ein bisschen mehr mitzudenken, dass eben jedes Gebäude, ich sag mal, günstiger und effizienter wird, je mehr es genutzt wird und es eben nicht nur sozusagen zwischen 8 und 18 Uhr irgendwie da jemand vorne steht und ein paar Leute zuhören, sondern da eben multifunktionale Nutzungen auch direkt mitgedacht werden. Also wir nennen das Aufenthaltsqualität. Das hört sich nicht so schlimm an wie Party. Kann aber das Gleiche bedeuten. Ich habe leider auch keine Lösung, habe ähnliche Erfahrungen wie Sie gemacht. Ich komme von einer großen Uni mit großer Raumnot und geringer Entscheidungsfreudigkeit, mal was anderes zu machen. Und wenn man das nicht entscheidet, dann macht ein Gebäudemanagement immer das, was Sie immer schon getan haben. Sie sanieren Hörsaal um Hörsaal im gleichen Konzept. Was ich ganz wichtig finde, vielleicht mal darüber nachzudenken, welche Ressourcen da drin stecken. Der Blick darauf wird ja stärker, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir haben Gebäude, die sind wunderschön und bekommen Millionen Gelder für die Sanierung, werden von wenigen tausend Studierenden genutzt. Wir haben digitale Plattformen, die kosten, dürfen nur einen Bruchteil davon kosten, werden von allen Studierenden genutzt. Sich einfach mal bewusst zu machen,
was das für Ressourcen sind. Dann vielleicht zu überlegen, wenn ich das nächste Mal saniere, ob ich nicht doch einen anderen Use Case vorsehe oder vielleicht sogar mal bewusst eine Reduktion an Gebäuden, an teuren Räumen, Stichwort Hörsäle, vornehmen, um neue Möglichkeiten zu erlauben. Ist es aber wirklich schwierig, das ins Gehör zu bringen und mir ist es noch nicht gelungen. Vielleicht hat die Seite links mir eine Lösung. No pressure, ja, danke. Ich bin auch sehr dabei, also wir haben ja gerade schon so einen Spagat. Auf der einen Seite entgrenzen wir Lehre und Studium und öffnen völlig neue Kanäle, sich Wissen anzueignen. Auf der anderen Seite haben wir noch so Instrumente wie Anwesenheitspflicht. Also das passt, kriege ich so gedanklich nicht ganz zusammen. Ich bin zumindest großer Gegner des Letzteren, will aber trotzdem, also ich will nicht, dass man immer nur sagen, in seinem Seminarraum Sachen mitkriegen kann oder erlernen kann. Wobei ich vielleicht noch zu der Frage der Bestuhlung ergänzen würde, das hat sicherlich auch was mit Personal zu tun. Also je nach Betreuungsschlüssel kann ich das nur frontal machen oder leichter zumindest. Oder es wird schwieriger, das in kleinen Gruppen zu machen. Aber das ist das eine. Auf der anderen Seite will ich aber auch lebhafte und lebendige Campus haben. So, da soll ja was passieren. Da bin ich genauso bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Eine Möglichkeit ist natürlich, das haben wir in Bochum, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass sich Universität und Stadt aufeinander zubewegen. Die Ruhr-Universität ist mal geplant worden als so Satellit auf einer grünen Wiese und im Laufe der Jahre gab es sozusagen so Expansionstendenzen von der Stadt Richtung Uni, von der Uni Richtung Stadt und seit einiger Zeit hat man daraus auch eine echte Strategie gemacht und viele Uni-Teile auch in die Innenstadt geholt. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Leben auf dem Campus zu haben, auch natürlich effizienter Gebäude zu nutzen, damit auch nachhaltiger. Aber es berührt auch so die Frage, was ist denn eigentlich Wissenschaft für uns? Und ist das nun was, ist das jetzt der Elfenbeinturm und ist das was Kleines oder ist das was, an dem alle teilhaben? Wir sprachen eben ganz kurz über Netzwerke und Offenheit. Also ich glaube, so platt das klingt, aber Wissenschaft kann die Welt retten, aber da muss jemand zuhören, sonst klappt es nicht. Vielleicht auch noch ein paar Anekdoten also bei uns an der Universität ist es auch so, dass wir eigentlich nicht wirklich einen Raummangel haben, sondern einfach einen Sanierungsstau. Das heißt, wir haben eigentlich Räume, aber wir können die nicht benutzen, weil die Sanierung einfach so lange dauert. Und dann sind dann halt auch solche Sachen wie Steckdosen in jedem Hörsaal, damit auch Studierende mit ihrem Laptop arbeiten. Das dauert dann halt ewig, manchmal Jahre, manchmal wird es gar nicht gemacht, weil es dann auch nicht vom Land übernommen wird, sondern dann müsste die Universität dafür zahlen und dann haben die keine Gelder dafür. Lauter so Geschichten passieren halt. Und dann hatten wir auch noch eigentlich eine coole Idee, also die Universität hat ein cooles Programm aufgesetzt und das war die Lehre 2030, da gab es verschiedene AGs und da war ich auch in der AG Campus, das heißt wir wollten zusammen den Campus für Studierende freundlicher gestalten, auch Austauschräume irgendwie erstellen und mit der Hilfe von Studierenden und dann haben wir eigentlich voll viel gebrainstormt und die Leute, die Fachangestellten, die dort da waren und haben uns ziemlich unterstützt und waren Feuer und Flamme und dann war es so ein paar Monate nichts und dann kam irgendwann die Meldung, ja okay, das geht nicht wegen Brandschutz, Arbeitsschutz und weitere Sachen. Also es ist manchmal sehr frustrierend, weil manche Sachen eigentlich gehen würden, aber dann halt verschiedene Regularien das dann wieder verbieten. Also das ist so ein bisschen die Frage, okay, welche Regularien machen Sinn und welche weniger? Brandschutz schon eher, aber wie... Genau, aber dass man halt aufgrund vom Arbeitsschutz irgendwie die Stühle nicht verstellen darf in Hörsälen, ist dann halt auch schon ein bisschen lächerlich. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich so ein bisschen auf jeden Fall aufgreifen, weil wir hatten auch so Beteiligungsprozesse, wo wir Umfragen machen wollten und dann haben wir gesagt, ja okay, wir können die eigentlich nicht machen, weil wenn Ideen gekommen, müssen wir auch erklären, warum sie nicht umsetzbar sind. Und das sind halt solche Sachen, mit denen wir uns als Studierendenvertretung auch rumschlagen. Also ich glaube auch, es gibt viele Sachen, die manchmal als Hindernisse genannt werden. Manche sind tatsächlich Hindernisse, manche vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, wir brauchen mal so ein Best-Practice-Brandschutz oder Best-Practice-Gebäudenutzung, damit man einfach Wege findet, was geht und was geht wirklich nicht, um da Klarheit zu haben und dann auch einen Weg zu sehen, in welche Richtung denke ich denn jetzt mal, das auch erfolgreich sein kann.
glaube, das frustriert sonst alle, weil ja, man nicht sieht, wie es irgendwie vorangehen kann. Prima. Dann machen wir da auch einen Haken dran und kommen zu einem vorläufigen Fazit. Und das, da geht es jetzt einfach darum, wir haben ja viele Themen jetzt andiskutiert, nur andiskutieren können, wenn jeder von Ihnen euch das nochmal versucht, auf den Punkt zu bringen, also auch als vielleicht Message nach draußen hier in der alten Lohnhalle oder für die, die über das Internet gucken. Also was nehmen Sie mit, was würden Sie auch unseren Teilnehmenden hier vor Ort oder digital mitgeben? Wahrscheinlich denkst du jetzt, du bist wieder der Erste, aber ich habe mir jetzt mal was Neues überlegt, weder links noch rechts anzufangen, nämlich in der Mitte. Und es geht bei 5 Teilnehmenden, geht es tatsächlich. Okay. Und deswegen, Cornelis, fang du mal an und du hast dann auch die Aufgabe, das Mikro entweder nach links oder rechts weiterzugeben. Okay. Ich habe gerade gedacht, was ich mir wünschen würde und dass ich rausgehen möchte, ist mehr Mut. Das hört man natürlich oft. Ich erlebe das selber aber auch auf der Ebene. Ich bin ja selbst Führungskraft und habe manchmal einen Austausch mit anderen Führungskräften und merke dann, dass die manchmal nicht so richtig sicher sind, ob sie was machen dürfen. Ich würde wirklich dafür plädieren, einfach mal sagen, wir probieren das jetzt aus und machen das jetzt, weil oft geht es dann auch nicht schief. Das wäre vielleicht so ein Punkt, der mir wichtig ist. Ansonsten wünsche ich mir das, was ich anfangs gesagt habe, dass wir mehr Netzwerken agieren, vor allen Dingen das eben ohne Ländergrenzen, weil wir, glaube ich, einfach ganz tolle Strukturen schon haben in den Köpfen, aber noch nicht so, dass wir wirklich damit auch arbeiten können. Da gibt es eben schon gute erste Impulse, aber wir wünschen uns wirklich von der Politik, dass es zumindest einen Schub gibt oder eben auch da den Mut gibt zu sagen, wir machen das jetzt, was immer es auch braucht. Wir haben noch keinen fertigen Plan, ob da was gegründet werden muss oder ob es da einfach einen Auftrag gibt. Wir sprechen mit allen möglichen Gremien. Einfach zu sagen, komm, das ist jetzt das Ding der Zeit, wir machen das. Da geht es auch nicht um die schlimmsten Gelder, sondern wirklich einfach den Mut zu sagen, gute Idee, wir wissen nicht alle Antworten, aber es klingt so, als könnte das was verbessern, bitte machen. Das wäre mein Wunsch. Und jetzt habe ich nach rechts geguckt und gebe weiter. Genau, dem kann ich erstmal ganz gut anschließen und würde vielleicht noch ergänzen. Einerseits, ich meine, jetzt waren, glaube ich, Bastian und ich uns auch die ganze Zeit einer Meinung, aber auch grundsätzlich haben wir ja bei dem Thema zumindest einen relativ großen politischen Konsens. Wir können uns auch streiten. Genau, mit anderen Themen können wir uns auch sehr leidenschaftlich streiten. Aber bei dem Thema haben wir tatsächlich auch eine große Konstanz, jetzt landespolitisch, also sowohl unter Rot-Grün als auch Schwarz-Gelb, als auch Schwarz-Grün sind Themen wie auch Orca, OER auch entsprechend finanziert, gefördert worden. Und das hat sich auch entsprechend weitergetragen und entsprechend weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass man da sozusagen bei politischen Mehrheitsveränderungen da keinen Bruch der Entwicklung zu fürchten hat. Gleichzeitig, und da kann ich auch nur anschließen, was du gesagt hast, müssen wir aber natürlich auch mutiger werden, weiterdenken und eben auch, wir haben eben ja das Thema Hochschulbau und Digitales und eben auch sozusagen, wie sind so die finanziellen Aspekte an der Stelle, das eben auch mal zusammenzudenken. Also nicht nur im Sinne von, wir kommen, da stecken wir jetzt 1 Million rein, um 10 Millionen beim Hochschulbau zu sparen. Da wäre Politik bestimmt auch schnell dabei, aber sinnvoll tatsächlich zu schauen, welche Potenziale birgt eigentlich eine größere Öffnung, eine größere Digitalisierung, auch im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit gibt es ja viele Möglichkeiten, die baulich eben in so kurzer Zeit nicht so umsetzbar sind. Und diese Chancen eben auch zu sehen und eben nicht nur sozusagen das als zusätzliche Mehrbelastung zu sehen, sondern auch eben als Chance, dass wir Geld sehr viel effizienter in der Hochschule einsetzen können. Okay, dann mache ich hier mal weiter, weil wir jetzt ja gerade in dieser Reihe hier sind und dann bringe ich hinterher. Adi, ihr habt ja ein eigenes Mikro, ich muss ja gar nicht bringen. Bei Mut und Experimente kann ich mich voll anschließen, finde ich auch, das tut uns gut und dafür sind wir ja auch im Wissenschaftsbetrieb und das sollten wir dann auch tun. Was ich glaube, was ansteht, was ich mir wünschen würde für die nächsten Jahre, wäre ein bisschen mehr Systematik da reinzukriegen. Wann funktionieren eigentlich Netzwerke, Kooperationen gut, wann sind sie nicht so erfolgreich, was sind gute Gelingensbedingungen dafür, wie viel, wie groß, also all dieses, da wissen wir echt zu wenig drüber, weil wir es gerade anfangen zu bauen und wenn ich jetzt daran denke, okay, wir wollen stärker bundesweit oder vielleicht hinterher sogar international Netzwerke bauen, haben wir ehrlich noch wenig Erfahrung da drin und ich glaube, da könnte man auch nochmal sich überlegen, wie das funktionieren könnte, das wäre vielleicht so ein Wunsch nochmal von meiner Seite.
Ja, als Student wünscht man natürlich, dass Studierende mehr in diese ganzen Prozesse integriert werden, dass auch wirklich die nicht vergessen werden und dass man irgendwas baut, was in 5 Jahren kein Student eigentlich mehr wirklich benutzt. Das ist mein Anliegen und halt auch, dass die Kommunikation, wenn sie dann stattfindet, auch wirklich auf Augenhöhe stattfindet, weil dadurch können auch viele neue Ideen passieren und man wird halt einfach mehr wertgeschätzt und die Studierende, wenn sie ernst genommen werden, dann sind sie auch Feuer und Flamme und wollen da auch wirklich mithelfen. Und wenn dann so ein großer so große Kohorte an Menschen wirklich mitziehen, dann kann man da schon Veränderungen hervorheben. Wollte ich nur noch mal sagen, dass Studierende sehr groß ist in der Universitätswelt. Dankeschön. Also ich glaube, bei der Frage Bruch bei Orca hätte ich jetzt zuletzt eine andere Wahrnehmung, aber das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht ausführen. Ich habe 2 Dinge, die ich mitnehme. Das eine ist ganz konkret operativ. Ich fand die Idee, die gerade so entstanden ist, mal so einen Strich drunter zu machen, was geben wir eigentlich für Lizenzen aus und was kann man stattdessen damit machen? Das finde ich einen ganz konkreten, guten Anstoß, den man mal nachgehen könnte. Also, und uns überlegen, welche Spielräume werden da vielleicht nochmal geschaffen. Und das Zweite, vielleicht muss man häufiger andersherum anfangen, so wie das eben auch passiert ist. Also vielleicht fangen wir mal erstmal an zu fragen, wie ist denn unsere Hochschule der Zukunft? So wie Sie das eben in der Diskussion auch gemacht haben. Das war ja nicht abgesprochen, aber trotzdem hatten wir alle irgendwie eine Idee. Und vielleicht fangen wir mal damit an, das Bild weiter auszumalen. So wie sieht der Campus aus? Welche Leute sind da? Was machen die? Wo kommen die her? Die Frage Brüche im Bildungssystem. Also vielleicht fangen wir mal damit an. So wie sieht es denn in 15 Jahren aus? Oder wenn wir an den Baufortschritt denken, eher in 20. Und gucken dann, was brauchen wir dafür? Und schauen nicht sozusagen von unten jetzt auch mit unserem kleinen Ding, was wir machen wollen, erstmal auf die Hindernisse, die wir im Rektorat, im Senat oder wo auch immer sehen, sondern gucken erstmal, was brauchen wir, um das bunte Bild der Hochschule der Zukunft hinzubekommen. Ja, würde ich gerne anschließen. Also stellen wir uns mal vor, in 10 Jahren oder 15 Jahren findet jemand einen alten USB-Stick und da sind tatsächlich hier, da ist ja eine Kamera, die Aufzeichnung drauf von dieser Diskussion. Wo sagen die Leute, Mensch, guck doch mal, was die da vor 10 Jahren sich für blöde Ideen überlegt haben. Das Problem haben wir doch gelöst. Diese 3 Sachen hier, bei welchen von denen sagen die Leute, guck mal, das ist doch jetzt wirklich besser geworden. Wieder die Mitte. Welches Problem haben wir gelöst? Ich würde mir wünschen, also wir haben jetzt so viel über Open Source gesprochen, dass wir einfach dieses Ungleichgewicht ein bisschen auflösen und uns freigespielt haben. Und ein System haben, eine Struktur haben, wo es möglich ist, sich Veränderungen zu wünschen, studentische Seite gehört wird, aber auch Lehrende gehört werden und es tatsächlich auch bekannt und klar ist, dass wir da veränderlich sind. Also das, was Gebäude nicht sind, das innerhalb von wenigen, weiß ich nicht, Softwareentwicklung braucht Zeit, 1-2 Jahren, eine neue Lernform, was es vielleicht braucht an Schnittstellen, an Grundlagen, schwupps, einfach da ist, ohne Stress, ohne Hoffen, dass das vielleicht die Firma macht, sondern dass es einfach ganz beweglich passiert. Ich kann mir das vorstellen. Ja. Ich glaube, dass die Offenheit des Campus, die wir gerade immer mal wieder so andiskutiert haben, dass die noch viel stärker kommen wird, als wir glauben. Also, dass die Hochschulen sich viel mehr öffnen müssen und das auch tun werden und dann automatisch viel offener in ihrer Studierendenschaft und in allem drumherum sein werden. Ja, ich glaube, idealerweise ist es einfach selbstverständlich, dass wenn ich nicht studiere, trotzdem regelmäßig mich an einer Uni aufhalte, aber es genauso selbstverständlich sein kann, dass ich studiere und niemals in meinem Leben eine Uni betrete. Beides muss halt völlig selbstverständlich sein und möglich sein, dass man auf sehr verschiedene Arten eben auch lernen kann und so lernen kann, dass es für einen selbst passt und möglich ist. Also wirklich, das ist letztlich, das hast du ja auch angesprochen, sozusagen die Studierenden sind die größte Zielgruppe an der Uni und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass sozusagen die, die am Ende da sozusagen den Mehrwert draus ziehen für ihr weiteres Leben, dass es an denen ausgerichtet ist. Und Menschen sind sehr vielfältig, das waren sie schon immer, aber mittlerweile wird es auch entsprechend gewertschätzt und wahrgenommen. Und das, glaube ich, das ist jetzt auch eine große Chance, dass es an Hochschulen eine größere Rolle spielt. Ich mache ein bisschen OER. Ich sage, OER ist in 10 Jahren der Normalfall. Es wird andere Formate geben, aber wir reden nicht mehr darüber, dass wir mehr OER brauchen. Ja, und ich würde einfach sagen, die Kultur hat sich an Universitäten so verändert, dass an jeder Universität und Hochschule ein Vizepräsident studentisch ist, besetzt ist. Wow. Das sind, finde ich, tolle Tales of Tomorrow. Hervorragend.
Markus. Genau, wir sind jetzt auch mit der Zeit durch, aber das war jetzt mal wirklich ein Highlight und sehr spannend. Also wir haben sehr konkrete, ne, das mit den Kosten, Lizenz und jetzt hier, also die Aufzeichnung werden wir auf keinen Fall löschen und wegwerfen. Die gucke ich mir auch nochmal an. Vielen, vielen Dank für das, wie ich finde, sehr harmonische, aber auch inspirierende. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber ich fand es wirklich sehr, sehr inspiriert. Vielen Dank auch an dich, Marco, dass du die Moderation mit übernommen hast. Und vielen Dank, großen Applaus nochmal an die Diskutantinnen. Genau, die Fragen. Fragerunde machen wir gleich. Genau, informell. Also ich würde jetzt erstmal das offizielle Programm beschließen, aber die Damen, ich glaube, bis auf Sie, sie müssen gleich weiter, aber alle anderen, oder Sie bleiben auch noch, können die Damen und Herren jetzt auch noch mal direkt angesprochen werden, weil wir jetzt auch keine Fragen mehr zulassen können, sondern ich wollte jetzt nur mal 2, 3 Sätze sagen. Also ganz vielen Dank, dass so viele von Ihnen euch hier so lange durchgehalten haben. Das war ein langer Tag. Von 9 Uhr morgens, als ich hier stand und die Eröffnung gemacht habe. Wir sind auch noch nicht am Ende. Ich wollte nur das offizielle Teil vom UFF heute mit der Partnerbühne von Orca beenden. Also allen ganz großen Dank, dass Sie hier waren. Stellvertretend auch vielen Dank an alle, die nicht nur wie hier die Damen und Herren bei der Podiumsdiskussion da waren, sondern Vorträge gehalten haben, heute den Tag über die ganzen vielen Perspektiven mit uns geteilt haben. Und es bleibt natürlich weiter spannend und hoffentlich auch inspirierend und kulinarisch, nämlich es gibt ein Get-Together hier draußen mit Grill und Kaltgetränken, ich glaube auch mit Alkohol. Und um 18 Uhr wird hier auch direkt in der Halle, also auch in wenigen Minuten, nochmal eine Neuauflage, eine Revanche von Wer wird Millionär stattfinden. Das hatten wir letztes Jahr auch schon durchgeführt. Das wird dann eigenständig hier nochmal moderiert und um 19 Uhr kommt dann unser Stargast Norbert Lammert hier auch auf die Bühne, um zu Bildung und Demokratie zu sprechen. Wir danken natürlich an die Veranstalter hier der Alten Lohnhalle für die klasse Zusammenarbeit und die wirklich beeindruckende Location. Wir danken an das Hochschulforum Digitalisierung und den Stifterverband für die Organisation des gesamten Festivals, wünschen allen noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke.